Nina, 0-3 gegen Miwa Harimoto, aber ganz ehrlich, das war gar nicht so ein schlechtes Spiel von dir, oder? Ja, ich glaube, das Spiel war okay. Wenn ich einen von den ersten beiden Sätzen gewinnen kann, dann wird es nochmal ein anderes Spiel. Ich habe in entscheidenden Situationen nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Es war ein bisschen schade, aber ja, es war auf jeden Fall mehr drin. Es war auch kein wirklich schlechtes Spiel von mir, aber vielleicht in manchen Situationen ja ein bisschen zu ängstlich, bis ich sie dann das Spiel machen lassen habe, und ja, das macht sie einfach sehr, sehr gut. Sie ist erst 16 Jahre alt. Was genau macht sie schon so gut, und sie ist ja nicht erst seit gestern auf der Tour? Ja, sie hat sehr, sehr gute Aufschläge. Als ich das letzte Mal gegen sie gespielt habe, hatte ich da tierisch Probleme. Da habe ich mich jetzt ganz gut drauf eingestellt, aber die spielt natürlich auch in den Ballwechseln super. Macht sehr, sehr wenig einfache Fehler, und ich habe tierisch Probleme mit ihrer Banane gehabt. Normal spiele ich relativ gut, wenn jemand Banane gegen mich spielt, aber ich habe gar kein Timing bekommen, und ich glaube, ich habe keinen einzigen Punkt gemacht, wo sie Banane gespielt hat. Und ja, das sind dann zu viele Fehler, die direkt weggehen. Und ja, sie ist einfach eine sehr, sehr gute Spielerin. Wie hast du dich gefühlt? Du hast ja so ein bisschen auch eine körperliche Achterbahn hinter dir seit Paris. Bei der EM die Bronzemedaille geholt, da warst du noch nicht ganz bei 100%. War das heute schon wieder ein Tick besser, oder wie viele Prozent haben noch gefehlt? Ja gut, spielerisch war es auf jeden Fall deutlich besser als bei der EM. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube schon, dass ich immer noch so ein bisschen meine Form suche. Zumindest in der Hinsicht, dass ich ja weiß, was ich spielen möchte. Es klappt im Training schon deutlich besser als im Spiel. Im Spiel ist da nochmal ein bisschen Druck da, ist man nervös. Da laufen die Abläufe noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube grundsätzlich, ja, bin ich auf einem guten Weg. Ich habe gemerkt, jetzt eigentlich von Woche zu Woche habe ich angefangen, ein bisschen besser zu spielen. Und wenn ich jetzt wirklich nochmal bis Ende des Jahres Zeit habe, ja, an meinen Baustellen zu arbeiten, dann glaube ich schon, dass das in die richtige Richtung geht. Vielleicht noch ein paar Worte zu Frankfurt. Jetzt war heute die Halle natürlich am Montagabend nicht ganz voll, aber trotzdem ein paar hundert Zuschauer da. Es gab auch ein paar Nina-Sprechchöre und so weiter und so fort. Vielleicht ein paar Worte noch an Frankfurt, an die Fans in Deutschland. Ja, es hat super viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Auch wenn vielleicht heute nicht so viele Zuschauer da waren. Die Zuschauer, die da waren, haben trotzdem eine vernünftige Stimmung gemacht, würde ich sagen. Ja, schade, dass ich denen nicht noch mehr bieten konnte. Aber ja, es hat super viel Spaß gemacht. Es macht immer viel Spaß, in Deutschland zu spielen. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass es in Zukunft noch weiter solche Turniere gibt. Und die Abschlussfrage noch: Ist dein letztes internationales Turnier für das Jahr gewesen? Du hast zum ersten Mal in dem Jahr eine Top-10-Spielerin geschlagen. Du hast das in Paris erlebt. Wenn du eine Schulnote geben würdest für dieses Jahr aus sportlicher Hinsicht, welche wäre es? Boah, es ist sehr schwierig. Ich würde es wahrscheinlich ein Befriedigen geben. Kurz und knapp. Dann wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke.